Jo, da sind wir wieder bei One Piece Unlimited Cruise 1 und es geht weiter. Mal hier die Dinger kaputt machen. So. Ah ja. Schön. So. Komm, geht kaputt. Los, kaputt. Ach toll. Seit einer Attacke zu spät gestorben, du. Oh, cool, ich habe doch trotzdem was bekommen. Ach ja, genau, Zoro hat ja die Fähigkeit, dass wenn er Gegner angreift, die Schwerter benutzen, kann er eventuell noch ein paar von den gelben bekommen. Von den gelben Kügelchen. Wo sind jetzt eigentlich gelandet, die Gegner alle? Auch ganz weit unten. Hier kommen alle her. Nichts getroffen. Ja, komm, ihr bösen Piraten. Na, na? Ja, schön, wie ich treffe. Doch, wo sind denn die anderen beiden? Da ist einer. Und wo ist der andere? 23? Hä? Dann nehme ich halt die hier mit. Kommt, alle mit runter. Ja, komm. Okay, einen habe ich jetzt auch schon getötet. So, zwei Schalter finde ich schon mal auf Level 2. Machen wir hier mal kurz aktivieren, dass wir hier Bomben brauchen. Hey Frank, kannst du nicht einen Weg hier durchbahnen? Was glaubst du, wer ich bin? Ein Handlanger! Ah, ich verstehe, du willst es wohl nicht anders. Oh oh, wenn Nami so aussieht, heißt das nichts Gutes. Hör zu, Frank, ich baue lieber den Tunnel. Ich habe gerade Lust bekommen, einen Tunnel zu bauen. Fang ich mal damit an, ne? So, da brauchen wir ein Tier, was gräbt und Items mit echten Explosionen. Können wir aber auch noch nicht machen, dauert noch ein bisschen. Hier, stirb. Gut, das heißt, hier kommen wir auch noch nicht weiter, also wieder zurück. Ich gehe halt nur mal, also ich weiß schon, dass man ja auch nicht weiter kann, aber ich gehe halt nur die ganzen Wege, um mal diese halt die Events dazu aktivieren, dass man da was machen kann, irgendwann mal. Wenn ich denn dann die Sachen habe. So, dann haben wir schon Level 4, noch ein Level. So, komm. Na? Einer kaputt, dann wird glaube ich auch irgendwo kaputt gegangen. Ja, da. Wow. Einer verpasst. Oh, ich habe schon wieder hier so viel Kapseln hier bekommen. Also hier bekommt man wirklich einiges. Da läuft man ja mal die Insel hoch und runter und hat schon wieder alles voll. So, hier, da kam noch welche. Da habe ich niemanden getroffen. Na shit, ich kann keine Attacke nicht mehr machen. So, komm. Gib mir diese SP-Kugeln. Diese Schwertkämpfer, gib mir SP-Kugeln. Nein, fall doch nicht runter, du Idiot. Och. Die alle in den Tod springen. Oder ja, wie ich sie in den Tod alle schlage. So, zweimal lange Ranke. Damit können wir nachher wieder die Angel verbessern. Und hier können wir auch was machen. Wir brauchen ein Anti. Oh. Okay, ich brauche ein bisschen mehr von dem Grünen. Dann könnte ich das hier machen, um weiterzukommen. Moment, habe ich irgendwas dabei, was grün auffüllt? Was grün stark auffüllt? Das kann ich mal eben verfüttern. Naja, das füllt nur da auf. Die Heilkräuter machen ein bisschen und das macht auch ein bisschen. Hm.
Ne, die machen nicht so viel. Die machen auch nicht so viel. Ah, das ist ein Doppelwirkungstrank. Ah, Moment. Die doppelt. Ja, die geben einiges. Aber da müsste ich alle. Wie doof ist das denn? Na gut, die Gegengifte, die kann ich weggeben. Ist mir eh relativ egal. Den Schnee rette ich einmal. Ja, die Goldkugel. Von mir aus. Ja, die langen Ranken will ich nicht. Davon kann ich mal 5 reintun. Was haben wir noch? Ja, komm, die Doppelwirkung-Kapseln machen wir mal rein. Nehmen wir auch hier nochmal ein paar. Eins, so. Was ich alles aufopfere von meinen Sachen. Nur hier direkt weiterzugehen und nicht extra zum Schiff zurück zum Laufen. So. Bam. Gabri? Gabba? Schön. War auch wieder witzig. So, jetzt muss man hier oben gucken. Ich glaube, hier oben war ein Käfer. Ist ein Käfer. Heute mal kein Käfer. Schade. Jetzt auch mal so ein Eiskäfer. Den brauchen wir auch später noch. Mal sehen, ist hier irgendwas? Ah doch, ein Eisrettich. Oh, ein paar Sachen aus dem Boden. Ja, dann können wir weiter. Da entstehen ein paar Marine-Leute. So, uns alle auf einmal einfach mal treffen und kaputt machen. Komm, stirb! Ach, schade, der Chef ist von denen nicht gestorben. Komm, die auch kaputt. Okay, dann muss ich hier jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht erwischt werde. Kaputt. 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 So, war hier rechts noch was? Muss ich nochmal kurz. Ja, okay, da können wir noch nicht weiter. Dann. Da hinten ist schon das Boss-Dingen. Ja, komm, mal runter. Und ich glaube, ich werde es einfach mit Zorro machen. Muss mal gucken, wie lange braucht er noch für sein. Also das auf Level 5 und das auf Level 5. Gut, dann werde ich halt beim Boss versuchen, die Attacken ständig einzusetzen. Wollen wir doch mal. Na? Island. Wer könnte es wohl sein? Ein Gegner. Mit einer großen Schnauze. Ein großer Vielfraß. Da haben wir ihn doch. Adam! Warpol! Ja, ja. Die Munch-Munch-Frucht. Ja, Dr. Hirolog ist halt der Dr. Bader im englischen, japanischen, also so hieß er dort. Auf geht's gegen Wapul.
Ich meine, er an sich war doch kein so schwerer Gegner, aber ich glaube, irgendwas muss man bei ihm aufpassen. Ich weiß nicht. Aber das einzige Nerv. Au. Genau. Seine. Ah, ich habe keine Kältecreme, genau. Das war das Nervige an dem Kampf. Man kann keine SP benutzen. Ich spucke mal eben aus, dann wird sich meine Leiste da wieder. Wow. Ja. Das Doofe ist, man kann halt. Man hat hier keine SP in dem Kampf. Man muss ihn halt einfach so ohne SP die ganze Zeit schaffen. Außer man nimmt sich halt so eine Pille. Moment gleich. Au. Warte, ich hau ihn nochmal um. So schnell eine Pille. Da reinschmeißen. Aua. Au. So. Einfach nur die ganze Zeit den Sprint machen. Am besten direkt aus der Nähe. So einmal angreifen lassen und... Ja. Einmal angreifen lassen und selbst in die Fresse bekommen. Nein! Hör auf mich zu fressen, du Idiot! Dummer König. So. Ey, wie ich dem immer wieder in die Fresse laufe. Einfach immer wieder warten, bis er angreift. Und zuhauen. Das dauert jetzt zwar ein bisschen, aber... Gut, der wollte gerade loslaufen, der Penner. Nein! Er hat doch zweimal angegriffen. Oder dreimal halt. Ah, ich schmecke nicht. Da! Hat mich nicht getroffen, da wollte ich gerade sagen. So, schnell heilen. Den habe ich ja genug. So, jetzt warte ich erstmal kurz, bis er herkommt. So. Nun muss man nachher von seiner Spezial... Vor seiner Spezialattacke nachher ein bisschen aufpassen. Weil die ist dann sehr böse, wenn er ganz nah an ihm dran ist. Nein! Ich glaube, ich werde es mit Zorro nicht zu Ende führen, den Kampf. Weil ich will nicht Zorro die ganze Zeit heilen. Das kostet doch dann... Ja, jetzt wird's böse, aber ich will kurz mal gucken. Halb. Ja, auch schon. Also eigentlich ist seine Spezialattacke recht gut auszuweichen, wenn man weit weg ist. Aus der Nähe ist es dann wieder doch etwas böse. Man muss einfach nur laufen. Und wissen, wo er ist. Das ist an sich eigentlich auch richtig fies bei den Bossen. So. Hier, Fernkämpfer gegen Fernkämpfer. Mal sehen, wer besser ist. Geh weg, geh weg, geh weg. Also das an sich finde ich... Das Fieseste bei den Bossen ist... Dass man nicht weiß, wo sie sind, wenn sie... Ihre Spezialattacke machen. Alles andere ist eigentlich billig. Weil man... Wow, 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 geh weg. Impacto. Es ist halt ein bisschen doof, dass man die Anvisierung verliert. Wenn... Die ihre Spezialattacke einsetzen. Hey, geh weg. Ups. Muss ich nur schnell gucken, wo ist er? Vor mir. Und Lissop kriegt's voll ab. Ja, weil ich mit einem Angriff war. Gucken wir mal Brook ein bisschen aus. Brook ist jetzt schon fast tot.
Ja, weil immer dieselbe Attacke macht, verdammt. So. Ach, ich bin schon wieder... Moment, stopp. Pause. Diesmal nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.